Harmonie in rosa-rot. Drei Männer strahlen zum Abschluss des SPD-Parteitags um die Wette. Nach dem Motto, und jetzt dürft ihr euch entscheiden. Aber das ist ja angeblich nur eine Interpretation der Medien. Sie veranstalten hier einen Schönheitswettbewerb. Jede Körpersprache wird von uns vom Fernsehen aufgenommen. Ich habe den Eindruck, es ist wirklich eine Art Turnier- und Unterhaltungsshow, die dort teilweise verbreitet wird. Dabei haben wir alle drei versucht, diese Frage ja wirklich deutlich runterzukühlen. Und trotzdem stand sie irgendwie drei Tage lang immer mit im Raum, die Frage nach dem Kanzlerkandidaten für 2013. In Berlin war eine selbstbewusste, zuweilen euphorische SPD zu besichtigen. Vom Wahldebakel vor zwei Jahren will sich die Partei erholt haben. Acht Landtagswahlen, achtmal sind wir in der Regierung und sechsmal führen wir sie an. Das ist die Realität, die wir geschafft haben. Sigmar Gabriel, der Parteichef, wird mit knapp 92% wiedergewählt und macht deutlich, er steht für einen Neuanfang mit entsprechender Marschrichtung. Die Mitte in Deutschland, die Mitte in Europa, das ist wieder Mitte links, liebe Genossinnen und Genossen. Mitte links! Eine Abgrenzung von der Agenda SPD unter Gerhard Schröder und den großkoalitionären Zeiten unter Steinbrück und Steinmeier. Gabriel fliegen die sozialdemokratischen Herzen nur so zu. Und Per Steinbrück, ein kühler Pragmatiker. Aber wir dürfen, wie ich finde, mit mehr Selbstbewusstsein über das reden und das darstellen, was uns gelungen ist in diesen letzten 10 Jahren. Doch Steinbrücks Rufe nach Realpolitik statt rosaroten Träumen geht ein wenig unter im entsprechend geschmückten Saal. Er wird als Norddeutscher nie so feurig sein. Er hat die Dinge angesprochen, die angesprochen werden müssen. Und ich denke, er hat auch eine Grundlage gelegt für 2013 in seiner Rede. Wir haben noch 2 Jahre Zeit. Ne? Parteichef Gabriel will die K-Frage Anfang 2013 entscheiden. Das muss auch Frühstarter und Favorit Steinbrück jetzt gutheißen. Keiner von uns dreien hat Interesse, 2 Jahre lang als Kandidat zu laufen. Glauben Sie es mir. Sie sind die Ersten, die uns auf die Schleifmaschine setzen. Zum Abschluss des Parteitags eine große Portion Geschlossenheit. Einstimmig entscheiden die Delegierten, den Spitzensteuersatz nur auf 49% erhöhen zu wollen. Der Steuerstreit zwischen linkem Flügel und den Realpolitikern um Steinbrück und Steinmeier ist damit vorbei. Die K-Frage ist noch lange nicht entschieden.